Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Gesund Leben, Ihrem Gesundheitsmagazin hier im BLK-TV. Ja, Rückenschmerzen sind ja mittlerweile die Volkskrankheit Nummer 1. Wir haben ja schon kurz in unserer Regionalsendung darüber berichtet. Welche Ursachen Rückenschmerzen haben und was man dagegen tun kann, vor allen Dingen in welche Regionen sie ausstrahlen können, das hat uns Dr. Andreas Hellweger vom Asklepios Klinikum im Weißenfels etwas näher erklärt. Worum es uns heute mal geht, und es haben auch Zuschauer gefragt, ob wir nicht mehr nachfragen könnten, um den Schmerz an sich. Ich meine, ich habe mit der Wirbelsäule ein Problem, welches jetzt auch immer, das werden Sie uns erklären. Und das strahlt wohin aus? Ich meine, wenn es rechts ausstrahlt, sagt man sich, okay. Wenn es aber auf die linke Seite rüber geht, kriegt man so als Laie Angst. Viele haben dann oder verschiedene haben gesagt, das deutet sich manchmal als Herzinfarkt. Es geht so bis hier rum. Und ist es das Herz oder ist es der Rücken? Wie unterschiedlich sind die Schmerzen, so als erste grobe Frage? Und das zweite wäre eigentlich, die Wirbelsäule verursacht schon viele Schmerzen, ne? Genau, so ist es. Also das Volksleiden oder die Volkskrankheit Nummer 1 ist der Rückenschmerz. Also da gibt es verschiedene Untersuchungen, verschiedene Studien, aber es ist eben so, dass von den Leuten, die arbeitsfähig sind, von der Bevölkerung zwischen 18 und 65, 3/4 einmal im Jahr Rückenschmerzen haben. Und Rückenschmerzen, unspezifischer Rückenschmerz, ist die Hauptursache für Krankschreibung bei der arbeitnehmenden Bevölkerung. Das heißt, der Rückenschmerz ist häufig und der ist so schlimm und so schmerzhaft, dass man eben nicht mehr arbeiten gehen kann und keinen Sport machen kann und sich nicht kümmern kann und sowas, sodass man das schon ernst nehmen muss. Und da muss man überlegen, was sind das für Rückenschmerzen. Wir unterscheiden da zwei Formen. Einmal ist es der spezifische Rückenschmerz. Das heißt, wir haben etwas, was wir nachweisen können, was ursächlich ist für den Rückenschmerz. Also zum Beispiel eine Bandscheibenvorfall. Eine Spinalkanalstenose, das heißt, der Rückenmarkskanal ist eingeengt, drückt auf die Nerven, das macht dann ausstrahlende Schmerzen. Dann gibt es Facettengelenksarthrosen, also die kleinen Wirbelgelenke, dass da eine Arthrose drin sind, dass da Schmerzen sind. Oder es gibt die Osteoporose, dass Wirbelkörperfrakturen sind. Das sind alles Sachen, die können wir sozusagen im Röntgen oder im MRT, in der Untersuchung, in der Praxis oder im Krankenhaus nachweisen. Und dann wissen wir, aha, hier hat der Patient einen spezifischen Rückenschmerz, da können wir der Sache auf den Grund gehen. Und dann können wir das gezielt behandeln, also konservativ behandeln, mit entsprechenden Therapien, Physiotherapie, manuelle Therapie. Oder wir können es auch operieren, wenn es sein muss, wenn der Bandscheibenvorfall so groß ist, dass er auch eine Lähmungserscheinung macht zum Beispiel. Dann kann es sinnvoll sein, dass das Linderung bringt in diesem Fall. Aber 90% der Rückenschmerzen sind unspezifische Rückenschmerzen. Das heißt, es sind einfach Rückenschmerzen, die treten da auf. Und das ist häufig eine Lumbalgie, also ein Rückenschmerz, der im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule ist. Wenn der schlimm ist, auch ein Hexenschuss ist, dass man also gar nichts mehr geht. Aber das sind unspezifische Rückenschmerzen. Um das zu verstehen, weil wir von dem Rücken reden, habe ich eine Wirbelsäule mitgebracht. Und das hier ist die Wirbelsäule. Und wenn man sie von der Seite sieht, dann hat die eine Doppel-S-Form, ne? Also die hat die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule und hier unten ist das Becken. Und die Wirbelsäule ist sozusagen, stützt sich auf dem Becken ab und das Becken und dann geht es nach, hier sind die Hüftgelenke, da geht es runter die Beine und die trägt die ganze Last. So. Und diese Doppel-S-Form, das ist so gemacht von der Natur, dass man also quasi wie so ein Schalldämpfer, ne, dann kann sich das so verwringen, wie eine ein Stoßdämpfer, dass das dann nicht zu Stauchung kommt. Aber was wir jetzt häufig, oder was eine Zivilisationskrankheit ist, ist eben das Problem, das ist ja eine Wirbelsäule, die ist gebaut im aufrechten Stand und man soll laufen. Aber was machen wir? 11,5 Stunden am Tag sitzen wir. So, und jetzt ist das Problem, dass wir also während der Arbeit sitzen, dass wir also falsch sitzen. Das heißt, wir kippen das Becken und die Wirbelsäule wird dann gerade und es geht so nach vorne rein. Ja? Und dann ist es aber so, dann kann ich das mal zeigen, wenn das so von der Seite ist, dann sitzen wir, dann gehen die
geht der Oberschenkel nach vorne und dann gibt es hier Hüftbeuger. Das heißt, die Wirbelsäule, an der setzen Muskeln an, die gehen an den Oberschenkelknochen und beugen das Bein und ziehen das an. So, wenn ich jetzt den ganzen Tag sitze, 11,5 Stunden am Tag und auch so auf der Seite schlafe, also viele Leute schlafen nicht auf dem Rücken oder auf dem Bauch, sondern auf der Seite. Das heißt, diese Position, die die Hüftbeuger einnehmen, ist dann schon chronisch und dann kommt es zu Verkürzungen im Hüftbeuger. Und dann stelle ich mich aber hin und will laufen, dann sind die Hüftbeuger zu kurz. Das heißt, es zieht die Wirbelsäule nach vorne. Und was macht dann die Wirbelsäule? Die zieht mit der Rückenmuskulatur, da gibt es also unheimlich viele Rückenmuskulaturen, die da ansetzen, zieht dann dagegen und versucht, die Wirbelsäule nach hinten zu ziehen. Und das ist dann ein Problem, dass wir also quasi die Statik von der Wirbelsäule durch das lange Sitzen, durch das falsche Sitzen, also Sie wissen, wie es ist, man sitzt im Auto oder man sitzt nicht aufrecht, sondern ist so nach hinten wie beim Autofahren reingefläzt, sagt man. Das ist sehr gemütlich, aber das Problem ist ganz häufig, dass diese Hüftbeuger verkürzt sind und dann eben es zu einem Ungleichgewicht von Beugern und Streckern an der Wirbelsäule kommt. Und wenn ich falsch sitze, dann kommt es dann zu verschiedenen Reaktionen, Muskelverkrampfungen. Hier vorne muss die Wirbelsäule eine unphysiologische Haltung einnehmen, also eine Haltung, die sie nicht kennt. Und dann gibt es da Schmerzen und dann werden diese Schmerzen spürbar. Und dann gibt es Muskulatur, die dagegen anarbeitet, die dann versucht, die Wirbelsäule nach hinten zu ziehen. Da kommt es auch zu Muskelverspannung. Und in dieser Muskelverspannung, die dann ganz doll und andauernd ist, kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung, das tut dann noch mehr weh und dann kommt es dazu, dass die Nerven gedrückt werden und dann kommt es auch zu Schmerzen, die dann ausstrahlend sein können. Das heißt, das Hauptproblem dieser unspezifischen Rückenschmerzen ist tatsächlich, dass wir uns falsch verhalten. Okay. Falsch sitzen, falsch arbeiten und das kennt ja jeder, diese Schreibtischtätigkeit und sowas alles. Notfall, was Sie sagten, ist immer das Problem, was mache ich, wie kann ich das unterscheiden? Ist das jetzt Rückenschmerz oder ist das gefährlich? Strahlt das aus? Alle Schmerzen, die ausstrahlen, die Missempfindungen haben, Lähmungserscheinungen, Schwierigkeiten, also wenn Sie sozusagen sich nicht auf die Zehenspitzen stellen können und Rückenschmerzen haben, wenn Sie das Bein nicht hochheben können, wenn das Bein einschläft und Sie kribbeln haben, wenn Sie Probleme mit dem Wasserlassen haben, Stuhlgang, und dann irgendwas, was nicht stimmt, oder wenn es weiter oben ist, tatsächlich in den Arm ausstrahlt. Ja, wie weiß der Laie, ist das ein Herzinfarkt? Ist das Probleme mit der Bauchspeicheldrüse? Habe ich Probleme mit dem Magen? Ist es weiter hinten links? Ist es hinten weiter rechts? Sind es Nierensteine, also sogar Nierenkoliken? Und all diese Sachen, wenn der Schmerz so heftig ist, dass der jetzt schon spezifisch in eine Richtung geht und Sie diese Symptome haben, dann ist es Zeit, den Arzt oder ärztlichen Rat aufzusuchen, ob das in der Praxis ist oder im Krankenhaus. Jedenfalls sollte dann jemand mal nachschauen, ist es ein unspezifischer Schmerz oder ist es ein spezifischer Schmerz, der auch was sein könnte. Denn es gibt ganz viele Herzinfarkte tatsächlich, die sich in den Rücken widerspiegeln. Und da muss man schon einmal gucken, woran liegt das. Die Stärke der Schmerzen, jetzt gehen wir davon aus, es ist abgeklärt worden, Sie haben es jetzt ja auch schön erklärt, gehen wir mal in den oberen Bereich rein, es strahlt in die Schulter aus und dort sitzt dann gleich der Kopf und dann kommt die Kopfschmerzen und dann kommt ja eigentlich alles dazu, wenn es so in den Arm reingeht. Ja, Physiotherapie, was hilft? Nur Medikamente oder eine gesunde, in Anführungsstrichen gesunde Mischung. Was kann man selber erstmal schon dafür tun? Ja, selber kann man sozusagen, also man muss erstmal so verstehen, woher kommen die Rückenschmerzen. Nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich mich ganz normal bewege und dann ganz normal einen aufrechten Gang habe und dann eine Bewegung gemacht habe, ich habe es schwer angehoben, Sie alle wissen, wie man eine Wasserkiste anheben soll, dass man den Rücken gerade hat, dass man in die Knie geht und sowas alles. Das steht ja alles sozusagen überall geschrieben und ich dann plötzlich diesen Rückenschmerz habe, den ich diesem Ereignis einordnen kann, dann weiß ich, aha, ich habe mich jetzt verhoben, die Muskulatur ist verspannt, das tut weh. Aber was ist mit den Schmerzen sozusagen, die dann länger bleiben? Ja. Da muss man eben der Sache auf den Grund gehen und deswegen ist es auch tatsächlich, Sie gehen in der Regel erstmal zum Hausarzt und dann haben Sie Rückenschmerzen, der Hausarzt untersucht Sie, die können das auch sozusagen sehr gut und sehen und kennen Sie ja und wissen, okay, das ist, haben wir schon mal gehabt und das haben wir ganz gut mit diesen konservativen Therapieverfahren in den Griff bekommen, also Physiotherapie, manuelle Therapie, Reizstromtherapie,
Rückenschule, dass man also lernt, wie muss ich sitzen, wie muss ich meine Rückenmuskulatur so aufbauen, aber vor allen Dingen, wie muss ich meine Hüftbeuger wieder in die richtige Länge kriegen, dass sich dieses Ungleichgewicht von der Hüftbeuger an der Wirbelsäule zieht nach vorne, die Muskulatur hinten am Rücken verspannt, zieht nach hinten, das heißt, beide ziehen. Die Wirbelsäule drückt nach unten auf die Bandscheiben. Die Bandscheiben kriegen immer mehr Stress, das tut immer mehr weh. Und das ist dann ein Teufelskreis, der sich sozusagen immer weiter fortlaufen kann. Und den gilt es zu durchbrechen mit Therapie, Bewegung, Rückenschule, Wärme und immer darüber nach sozusagen denken, woher kommt das, was kann ich für meine Haltung tun. Das Gleiche ist ja, jetzt haben wir über den Tag gesprochen, ich hatte es eben schon angedeutet, wenn ich schlafe, dann liegt die Wirbelsäule auf der Seite mit den angebeugten Beinen und den Hüftbeuger. Verkürzung haben wir schon drüber gesprochen, aber wie ist das mit der Frage der Matratze? Eine Matratze, die ganz hart ist, dann ist es so, das Becken liegt auf, hier in der Mitte drückt es durch, hier oben drückt die Schulter, dann habe ich auch in dieser Ebene keine physiologische Haltung, dann ist hier oben noch der Kopf auf dem erhöhten Kissen, dann habe ich es in dieser Ebene auch schon verdreht und die Wirbelsäule sollte idealerweise ja auch beim Schlafen gerade liegen auf der Seite. Also das sind alles so Sachen, schlafe ich auf einer zu harten Matratze, habe ich eine unphysiologische Schlafhaltung beim Schlafen, wie ist das, wie bewege ich mich am Tag über, wie ist meine Körperhaltung? Denn der Hexenschuss, da geht man nach unten und kommt nicht mehr hoch. Das ist also sozusagen die Maximalform, wo der Körper dann die Muskulatur ganz dicht macht. Und dann macht das maximale Schmerzen, dass jetzt, wie sagt man, gar nichts mehr geht. Und dann muss man diese ganzen Bewegungen einhalten und sich die Gedanken machen, woher kommt das, woran liegt das, was ist die Ursache. Und wenn das der Hausarzt und Sie nicht rausbekommen, dann ist der nächste Schritt, nicht nur Schmerzmittel nehmen, sondern man muss dann einen Spezialisten aufsuchen. Da gibt es eben Fachärzte. Dann geht man zum niedergelassenen Orthopäden, der dann aus Sicht des Orthopäden, der das noch, sagen wir mal, das Fachgebiet ist, der dann nochmal genau spezifisch guckt, was ist genau mit der Wirbelsäule los? Gibt es eine chronische Fehlhaltung? Wie ist die Muskulatur? Gibt es da Therapien, die wir machen können, dass wir Triggerpunkte entdecken, die das auslösen und eben noch unterstützen und verstärken. Und der würde dann da spezifisch ansetzen. In diesem Augenblick würde man dann halt sozusagen gucken, okay, es ist immer noch ein unspezifischer Rückenschmerz, der sehr stark ist, den wir nur mit Schmerzmitteln und Therapie in verschiedenen Stufen, da gibt es ja Schmerzskala von 1 bis 10 und dann kann der Patient das so ein bisschen einstufen und dann gibt es verschiedene Therapieschemata nach der WHO, in welchen Stufen man das machen muss, aber der Orthopäde, der weiß dann schon sozusagen, wo man dann einsteigen muss, mit welchen Therapien, in welcher Phase des Rückenschmerz und des, was hilft dann. Und wenn das alles nichts weiterhilft, dann muss immer natürlich gesucht werden nach dem spezifischen Rückenschmerz. Gibt es was, also was tatsächlich sozusagen, wo man in der Bildgebung, Röntgen, CT, MRT, Sintigraphie, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ist ein Schmerz erkennbar? Also sehen wir was, was den Schmerz auslöst, was wir dann spezifischer, konservativ oder operativ behandeln müssen. Sie haben vorhin gerade erwähnt, die Matratze zu hart. Das sind ja auch so Fragen, die man sich ja auch privat stellt. Was ist jetzt für eine Matratze eigentlich, wenn man schon ein bisschen Probleme vielleicht hat? Junge Leute werden da noch nichts groß merken. Aber was wäre denn dann für eine Matratze ideal? Naja, also im Prinzip muss die Matratze, es gibt ja richtige sozusagen Matratzenfachgeschäfte. Im Prinzip ist es ja so, das, was ich sagte. Also wir wollen die Physio, also das Wichtigste ist für diese Wirbelsäule, die sehr komplex gebaut ist, mit den Bandscheiben, die zwischen den Wirbelkörpern sind, den Nerven, die an der Seite rauskommen, den Wirbelgelenken und diese ganze Physiologie, diese Doppel-S-Förmigkeit und in der seitlichen Ebene, wenn man liegt, dass sie dann eben gerade ist, in der Entspannungssituation und keine Zwangshaltung hat. Das heißt, wenn die zu weich ist, die Matratze, ist das auch nicht gut. Dann geht es um Größe, Körpergewicht. Okay. Es gibt ja Matratzen, die eingebaut sind für jemanden, der 1,90 ist und für jemanden, der 1,60 ist. Und da muss man das schon genau machen. Da gibt es richtige Fachgeschäfte. Denn das ist ja klar, wenn ich die ganze Nacht so liege mit angezogenen Beinen und Rückenschmerzen habe, dann kann das ursächlich sein. Und da muss man eben, also das ist ja quasi vielfältiges Geschehen, man muss ja an allem angreifen.
an der Stellung der Wirbelsäule, an den Kräften, die auf die Wirbelsäule einwirken, also Hüftbeuger, Rückenmuskulatur, Haltung beim Sitzen, beim Gehen, einseitiges, schweres Tragen. Sie wissen ja, dass da gibt es auch Untersuchungen, die Handtasche einer Frau in der Regel 5 Kilo wiegt. Also da gibt es eine Untersuchung, die haben gesagt, wie viel wiegt eigentlich die Handtasche der Frau? Die wiegt 5 Kilo. Und wenn ich aber auf der Wirbelsäule stehe und den ganzen Tag auf der einen Seite in der Hand 5 Kilo trage, und aber selber nur 55 Kilo wiege, dann ist das ja schon ein erheblicher Zug auf die Seite, wo dann auf der anderen Seite wieder ging. Also da gibt es ganz viele Sachen, die ursächlich sein können für den unspezifischen Rückenschmerz. Und da muss man nur an diese ganzen vielen Sachen denken. Wir wissen ja, dass Wasserkiste anheben und so. Das haben wir alle gelernt. Aber wie ist es mit dem einseitigen schweren Tragen? Wie ist es mit dem Schlafen? Wie ist es mit der chronischen Hüftbeugestellung, die wir haben? Also wenn man schläft auf der Seite 6 Stunden, wenn man dann noch 11,5 Stunden arbeitet und dann die größte Zeit im Sitzen, also fast 10 Stunden sitzt, dann ist die meiste Zeit des Tages die Hüfte gebeugt und die Hüftbeuger verkürzen immer mehr. Man muss ja nur daran denken, dass man auch immer sich hinstellt, dass man die Rüttelplatte nehmen kann, dass man auf dem Kissen stehen kann. Da gibt es also verschiedenste orthopädische und Sporthilfsmittel, die man eben sozusagen, Sie kennen das alles mit dem großen Medizinball, auf dem Therapieball, auf dem man sitzen soll. Also da gibt es verschiedenste Sachen, wo man angreifen kann. Man muss eben nur daran denken, dass es eben nicht nur um die eine Sache der Autositz oder so geht, sondern man muss mal überlegen, wie verbringe ich eigentlich meinen ganzen Tag und dann habe ich Rückenschmerzen und wie ist es mit den Rückenschmerzen, kann ich das mit irgendeiner Situation in Einklang bringen. Also es gibt zum Beispiel Patienten, die haben viel Rückenschmerzen und immer Rückenschmerzen und immer es zieht ein bisschen, immer Therapie und dann machen die einen Wanderurlaub 3 Wochen und sind auf den Beinen und dann sind die Rückenschmerzen weg. Das hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass man wieder in die Aufrechte kommt, die Doppel-S Form physiologisch ist, denn dafür ist der Mensch ja gebaut. Der ist ja nicht zum Sitzen gebaut, eigentlich. Ja. Eine letzte Frage war jetzt sehr aufschlussreich, das Ganze. Vieles weiß man. Man setzt nur im Alltag auch nicht um. Es ist ganz einfach so. Man muss ja auch dann ehrlich gegenüber sich selbst sein. Aber eine letzte Frage, wenn man so gut wie möglich alles in den Griff kriegt, können Rückenschmerzen trotzdem chronisch werden, sodass der Mensch, das war auch so eine Frage, praktisch sagen muss, okay, jetzt bin ich Schmerzpatient oder jetzt ist mein Rückenschmerz chronisch geworden. Ja. Also bei allen, wenn man jetzt nicht gerade dagegen arbeitet, genau. So wie Sie erklärt. Aber deswegen sage ich, also wir haben ja sozusagen ein sehr gutes Gesundheitssystem das Normale, ich habe Rückenschmerzen, dann weiß man, ich habe Rückenschmerzen. Okay, jetzt ich habe mich jetzt verhoben oder ich habe viel Gartenarbeit gemacht und so, dann ist das klar. Aber dann in dem Augenblick merkt man schon, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wie ist eigentlich meine Haltung und so. Das haben wir eigentlich sozusagen, ist das ja relativ bekannt. Aber wenn das dann nicht besser wird und dann haben wir eben das gute System Hausarzt, Physiotherapie, konservative Therapie, kriegen wir es dann doch nicht in den Griff und es kommt immer wieder, dann den Orthopäden, dass der Facharzt ist, der dann und ja. So geht das dann alles seinen Gang. Und dann gibt es aber viele Patienten, wo dann tatsächlich das alles untersucht ist, die ganzen Diagnosen sozusagen stehen. Okay. Es ist ja auch so zum Beispiel, wenn man eine Wirbelsäulenuntersuchung macht vom MRT, dann sieht man viele Bandscheibenvorwölbungen oder mal einen Bandscheibenvorfall. Und wir haben das ganz häufig, die Patienten kommen in die Klinik und haben einen stärksten Rückenschmerz, der in das Bein ausstrahlt. Wir machen ein MRT und sehen, dass da ein Bandscheibenvorfall ist, der auch sag mal, größerer Natur ist. Er ist nur leider auf der falschen Seite. Das heißt also, der ist gar nicht ursächlich für diesen Schmerz jetzt. Und deswegen muss man schon so ein bisschen aufpassen. Also wir machen ein MRT und sehen einen Bandscheibenvorfall, dann operieren wir den nicht gleich, sondern wir müssen ja auch gucken, ist das auch wirklich die Ursache für den Schmerz und ursächlich für das Ausstrahlen des Beines. Da ist es in der Regel dann so, dass man dann Computer, also CT gesteuert, diesen Bandscheibenvorfall oder diesen Befund mit einer Nadel ansticht und genau dort und auch beweisend, dass man genau auf dem Punkt ist, dann Betäubungsmittel hinspritzt und dann guckt man, ob das weg ist. Und häufig ist es eben so, dann ist das gar nicht weg. Das heißt, dieser Bandscheibenvorfall, den wir da haben, den haben wir alle ab einem gewissen Alter, mal mehr, mal weniger, eine Vorwölbung. Aber der muss nicht einen Krankheitswert haben,
der jetzt operiert werden muss, zum Beispiel. Das war ja ganz am Anfang, als das MRT kam, da haben wir alle diese Bandscheibenvorfälle gesehen und dann wurden diese Bandscheibenvorfälle alle operiert. Aber besser ging es dem Patienten dann auch nicht. Und deswegen muss man das schon relativ, also das Thema Rückenschmerz ist eigentlich nicht so einfach, wie sich das darstellt. Ihr strahlendes Lächeln ist wertvoll. Wir helfen Ihnen dabei, dass das so bleibt. Wir zahlen einen Zuschuss von je 40 Euro für Ihre professionelle Zahnreinigung, damit Sie und andere lange Freude an Ihrem Lächeln haben. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Für so manche steht ja der Sommerurlaub schon kurz vor der Tür. Ja, die Koffer sind gepackt und die Reisetickets, die liegen bereit. Haben wir vielleicht irgendetwas vergessen, liebe Zuschauer? Denn zur richtigen Urlaubsplanung gehört natürlich auch eine kleine Reiseapotheke. Was für alle Fälle mit ins Gepäck rein sollte, das hat uns Apotheker Dr. Andreas Hühnerbein näher erläutert. Ja, eine Reiseapotheke. Unterscheidet es sich dieses Jahr von den anderen Jahren? Also man weiß ja, was man immer mitnehmen sollte, aber sollte man jetzt ein bisschen mehr bedenken, gerade Corona-Zeit? Ja, muss man sehen. Also ich würde jetzt bei der Reiseapotheke nicht so viel auf Corona abheben. Natürlich muss man je nach Reiseland jetzt aktuell gucken, wie sind die Empfehlungen, was sind für Vorgaben gemacht und muss sicherlich den einen oder anderen Mundschutz noch mit einpacken. Aber sonst unterscheiden sich die Reiseapotheken eben nicht so sehr von anderen Jahren auch. Das Problem an der Reiseapotheke ist halt immer, dass es nicht die eine Reiseapotheke gibt, sondern dass es sehr unterschiedliche Reiseapotheken geben soll und müsste. Je nachdem, wer verreist denn nun eigentlich oder wohin wird denn so gereist. Es ist halt ein Unterschied, ob ich Rucksacktourist in Südostasien bin oder ob ich eben an die Ostsee fahre und da Familienurlaub mache. Also da richtet sich das schon so ein bisschen nach und natürlich individuell, welche Beschwerden sind sowieso da. Das wird bei Reiseapotheken immer ganz gerne vergessen, wenn es eine Dauermedikation gibt, Blutdruck, Schmerzmedikation, was man irgendwie vom Hausarzt oder Facharzt eingestellt bekommen hat, dass das natürlich im ausreichenden Maße da ist. Genau, und das tun wir. Sie haben ja schon allerhand aufgebaut, so ein bisschen so durchfallsehig, Sonnenschutz. Und also können wir ja mal anfangen mit den Durchfallsachen. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Jeder, der irgendwo vielleicht ein bisschen in eine andere Kultur fährt, andere Essgewohnheiten, nimmt gerne prophylaktisch was bei Durchfallerkrankungen mit. Da gibt es unterschiedliche Wirkstoffe, von klassischen Gerbstoffen angefangen, die nichts weiter machen als einen adstringierenden, zusammenziehenden Effekt und damit die Wasserausscheidung ein bisschen hemmen, bis zu Wirkstoffen, die sehr beliebt sind. Das Loperamid in Form von Generika oder das Imodium ist so ein bisschen die bekannte Marke, wird gerne mitgenommen, wenn es irgendwie akut ist, ist immer nur meine Empfehlung, wenn ich wirklich so eine Pausetaste drücken muss sozusagen. Ich habe eine Bustour vor mir, ich habe eine Flugreise vor mir und da möchte ich auf der sicheren Seite sein. Dann macht das Sinn. Aus meiner Sicht therapeutisch, wenn ich zum Beispiel etwas Falsches gegessen habe, macht es nicht so viel Sinn, weil es wie gesagt wirklich den Darm einfach mal auf Pause stellt. Und wenn ich zum Beispiel etwas Falsches gegessen habe, das nicht vertragen, dann ist es auch sinnvoll, dass der Körper das wieder los wird. Da ist dann also vielleicht das Loperamid nicht der richtige Wirkstoff. Es gibt andere Wirkstoffe, die Wasserregulation besser beeinflussen. Also da sollte man sich so ein bisschen beraten lassen. Man kennt es vielleicht auch sich selber von anderen Reisen oder auch aus Gegebenheiten, wenn man nicht im Urlaub ist, dass man da einfach schaut, wie ist die eigene Situation, wofür will ich denn vorbereitet sein sozusagen und dass man dann das richtige Mittel auswählt und sich da einfach nochmal beraten lässt und nicht das Durchfallmittel für alle Situationen gibt es eigentlich nicht. Ne? Zumal ja eben die Dinge auch Nebenwirkungen haben können, da sollte man dann gucken mit anderen Medikamenten oder mit anderen Grunderkrankungen, da muss man ein bisschen schauen. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganzen Sachen, dass ich vielleicht eine Schmerztablette dabei habe, weil ich, wenn ich selbst eine Apotheke am Urlaubsort habe, abends irgendwie Kopfschmerzen bekomme, dann will ich nicht erst noch lostigern und mir die Notdienstapotheke suchen, sondern habe ich vielleicht eine Schmerztablette dabei. Das ist so das, was vielleicht der Klassiker ist. Andere Sachen wie allergische Beschwerden, gerade bei Kindern, wenn ich irgendwo bin, wo ich auch in der Natur bin, wo mein Mückenstich ist,
oder auch andere Sachen, wo ich mal an eine Pflanze rankomme, die ich vielleicht von der Haut her nicht so gut vertrage. Gerade in einer Kombination mit UV-Licht ist das manchmal ein Problem, dass man vielleicht ein antiallergisches Gel oder eine Salbe oder vielleicht auch eine antiallergische Tablette hat. Allergiker insgesamt sollten dann wieder nicht vergessen, auch im Urlaub ihre Medikation dabei zu haben. Das Nasenspray, die Augentropfen. Wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man individuell gucken muss, was wirklich dabei ist. Ich sehe gerade, wie gesagt, allergische Haut. Also dieses Einschmieren mit Lichtschutzfaktor. Wir haben die erste Hitzewelle schon hinter uns. In gewisser Hinsicht, die Sonneneinstrahlung ist doch schon immens. Haben wir jetzt alle feststellen können oder müssen oder dürfen. Also wenn die Sonne da ist, sind wir jetzt quasi in der Jahreszeit, wo das am intensivsten ist. Also da ist der Sonnenschutz das eine, möglichst physikalisch mit entsprechender Kleidung oder Kopfbedeckung oder eben dann auch wieder den Sonnenschutz richtig anwenden. Das ist ja wieder so ein Thema für sich. Die Sonnenterrassen, Schultern, Nase, Ohrläppchen, die Oberseite vom Ohr, Leute mit meiner Frisur, dann auch ein bisschen die Kopfhaut, sozusagen Fußrücken wird gerne vergessen, wenn man irgendwo mit Badlatschen unterwegs ist und dann hat man abends plötzlich auf den Füßen den Sonnenbrand. Also da das richtige Auftragen in der entsprechenden Menge, Lichtschutz denken, an die Wassergeschichte denken, wenn ich eben oft baden gehe, dass ich nachcremen muss und insgesamt die Zeit nicht überreizen, die ich halt in der prallen Sonne bin sozusagen. Gerade in der Mittagszeit lieber eine Schattenpause und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind hinlänglich bekannt, immer wiederholt und deshalb wiederholen wir sie heute auch nochmal, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute sich auch ein bisschen dran halten, weil die Folgen zwar akut mit dem Sonnenbrand vielleicht gleich zu merken sind, aber die Spätfolgen in 10, 20 Jahren mit Hautveränderungen, eventuell bis zum Hautkrebs, das ist eben nichts, was man sofort merkt, sondern da trägt man sich einen Schaden ein, den man nachher eigentlich nicht haben will. Genau. Mhm. Und wenn wir einmal bei der Haut sind, können wir vielleicht zwei Themen gleich noch abhandeln. Das eine ist so ein bisschen die Repellenzien, also gegen die Mücken, gegen die Zecken. Da immer dran denken, dass ich es natürlich auch vor der Exposition auftragen muss und ganz wichtig bei der Geschichte immer als letztes obendrauf. Also es bringt nichts, wenn ich sozusagen das Antimückenmittel aufsprühe und darüber dann den Sonnenschutz schmiere, sondern diese Duftstoffe oder Riechstoffe, die eigentlich die Insekten abwehren sollen, die müssen immer als letztes, als oberste Schicht drauf, also da den Sonnenschutz einziehen lassen. Und wenn man beides gleichzeitig braucht, dann das Repellent obendrauf, genau. Und andere hautbetreffende Geschichte sind einfach die Verletzungen. Da ist wieder so ein bisschen das individuelle Schauen, was habe ich denn für ein Risiko mit Verletzungen? Bin ich irgendwo in einem Hotelareal, wo sowieso an jeder zweiten Ecke ein Sanikasten hängt, dann ist das nicht ganz so. Wenn ich mit Kindern im Familienurlaub irgendwo in der Natur unterwegs, sollte man zumindest ein Desinfektionsmittel und ein Pflaster dabei haben, um eine schnelle Wundversorgung irgendwie gewährleisten zu können. Ich komme nochmal auf das Thema Zecken zurück. Ich meine, wenn ich ins Ausland fliege, jetzt braucht man gar nicht rauszukristallisieren, jetzt überall wohin, ist ja sowieso eine Impfung wünschenswert, ratsam und in manchen Ländern sollte man sie unbedingt haben. Wie ist es jetzt hier in Deutschland? Ich traue mir das Wort Impfen im Moment jetzt gar nicht richtig im Mund zu nehmen, aber gerade bei Zecken. Ist es nämlich auch bei uns ratsam, gegen Zecken sich impfen zu lassen? Also prinzipiell sollte man schauen, in welchen Regionen man sich bewegt. Es gibt eben Regionen, gerade im südlichen Bereich, es geht hier, sage ich mal, Burgenlandkreis südwärts, Thüringen, Bayern, zumindest in den niedrigeren Lagen, ab in den Höhenlagen, in den Gebirgslagen ist es wieder nicht mehr ganz so spannend. Aber in den niedrigeren Lagen spielt das schon eine Rolle, die FSME-Verbreitung sozusagen. Und da muss man bei der Zecke ja auch immer dran denken, Zecke kann FSME übertragen. Das ist die Geschichte, gegen die wir gut impfen können, wenn es notwendig ist. Wenn man für sich selber das abgewogen hat, kann man das machen. Und die andere Sache ist die Borreliose. Da können wir nicht gegen impfen. Das ist die bakterielle Infektionskrankheit, die Zecken übertragen können. Also der Schutz oder die Vorsicht vor Zecken ist auch gegeben, wenn ich die FSME-Impfung habe. Da unterscheidet sich das sozusagen nicht. Mit der Impfung senke ich nur das Risiko, diese Frühsommer-Meningoenzephalitis zu bekommen. Das ist so ein bisschen dann die Frage. Und da spielt das südlichere Deutschland eine größere Rolle. Allerdings ist das auch im Ausbreiten begriffen. Da sollte man wirklich vielleicht die aktuellen Karten nochmal schauen, genau wie man nachschauen kann. Das können wir auch gerne tun in einem Beratungsgespräch. Es gibt bei uns entsprechende Datenbanken weltweit sozusagen. Wie ist das mit Zeckenverbreitungsgebieten? Wie ist das mit Malaria-Verbreitungsgebieten? Und. Das wird auch jährlich aktualisiert sozusagen zur Reisesaison. Da sollte man sich vorher schon entsprechend informieren. Genauso wie ich mich ums Hotel kümmere, ob mir die Ferienwohnung gefällt, ob ich das Mietauto das Richtige ist, sollte man eben auch so ein bisschen mal gucken in der Reisevorbereitung, wie sieht das mit Gesundheitsthemen aus? Wie ist das Ziel
das Zielgebiet, das Zielland aufgestellt mit der pharmazeutischen, mit der ärztlichen Versorgung. Wir hatten vorhin das Beispiel Rucksacktourist in Südostasien. Da würde für mich in der Reiseapotheke auch ein Satz saubere Kanülen mit reingehören, weil man dann nicht weiß, in welche Art von Hospital, Krankenhaus man dann eventuell kommt. Also das ist wirklich sehr individuell, aber da sollte man sich vorher mit dem Reiseziel im Hinblick auf Gesundheitsinfrastruktur ein bisschen beschäftigen. Ja, also wer sich damit beschäftigt und wenn man das hier so sieht, gut vorsorgt, dem sollte doch ja ein schöner Urlaub, dem sollte nichts entgegenstehen. Den wünschen wir allen Zuschauern auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt viel, was mit muss, sondern es sollte individuell angepasst sein und da stehen wir natürlich gern beratend zur Seite. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen auch einen schönen Urlaub. Sehr gut, danke. Danke. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unseres Magazins angelangt. Ja, wir sehen uns in 4 Wochen wieder zum nächsten aktuellen Gesund-Leben. Haben Sie eine schöne Urlaubszeit, bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Tschüss, machen Sie es gut.